Die argentinische Polizei hat Wohn- und Geschäftsräume von Diego Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque durchsucht und dabei Akten beschlagnahmt. Die Aktion konzentrierte sich auf Luques Praxis in Buenos Aires und auf sein Haus in einem Vorort der Hauptstadt. Maradona war am Mittwoch nach einem Herzinfarkt verstorben. Gegen den Arzt laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung. Luque sagte unter Tränen, er sei sich keines Fehlverhaltens bewusst. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht. Ich denke über alles nach, sehr oft. Ich wünschte, er wäre hier. Mir Vorwürfe machen? Ich weiß es nicht, weil er ein Leben wollte, das schlecht war. Ich habe versucht, ihn zu begleiten, alles. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, Fußball zu spielen. Aber er wollte nicht. Ich habe versucht, ihn Fußball spielen zu lassen. Argentinische Medien berichten, die Ermittlungen seien auf eine Initiative von Maradonas Töchtern zurückzuführen. Diese hätten Zweifel an der Behandlung der Herzprobleme ihres Vaters geäußert. Maradonas Sarg war am Donnerstag im Regierungspalast von Buenos Aires aufgebahrt worden, damit sich die Bevölkerung vom Nationalhelden verabschieden konnte. Noch am selben Tag wurden die sterblichen Überreste des 60-jährigen Ex-Weltmeisters im Familiengrab in einem Vorort der Hauptstadt beigesetzt.